Ich bin unterwegs. Chu 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 Julian. Chu 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 genau. DSCHU Giuliano. Wehe, das gefällt mir nicht. Okay. So, okay. Ja, hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School zu einer weiteren Folge GTA Online. Und wir zocken das Luftrennen erste Klasse, Teil vom Business Update. Rechne mit eher wenig Entspannung auf diesem Nachtflug über dem südlichen Los Santos. Rundenrennen für Vestras, geil. Das bei der Maze Bank Arena beginnt, unter Brücken durchführt, um den internationalen Flughafen Los Santos kreist und über die höchsten Wolkenkratzer der Innenstadt zurückführt. Hört sich wieder mal nach einer Menge coolen Hindernissen an. Und ich bin gespannt. Ist das ein GTA-Rennen? Na, das ist im Prinzip ist es ja ein GTA-Rennen, weil wir uns ja garantiert wieder übelst crashen werden mit den Vestras. Kannst da wetten. Was ist das Vestras irgendwann? Das ist Vestra. Das ist Vestra. Das neue. Ist das geilste Flugzeug in GTA. GTA Online, by the way. Ich finde das geilste Flugzeug in GTA Online. Findest du? Welches denn? Ja, ich bin das geilste Flugzeug in GTA Online. Du bist das geilste Flugzeug in GTA Online. Ja, das, das sogenannte Pino-Stan oder was? Ja, dann guck dir mal Ich verstehe nicht. Ihr seid so abgehakt gerade. Auf mir kannst du einfach super fliegen, glaub mir. Ah. Ja, das ist der Pino-Lot. Pino. So meinst du wie so ein fliegender Teppich oder was? Und da streckst du deine Ärmchen aus? Einfach matt, ey, das geht ruckzuck. Eine Nacht bei mir und du bist im siebten Himmel, glaub mir. Krass. Ja, kommst du einfach nicht. Ja, Luftrennen, erste Klasse. Lass mal loslegen hier. Ich bin in der Vestra und ich habe eigentlich rot ausgewählt. Und ja, jetzt habe ich doch schwarz. Und alle sind hinter mir, wie die schwarzen Tarnkappenbomber. Und das Ding sieht aus wie eine Drohne. Das ist einfach nur, ich werde garantiert wieder gleich gecrashed werden. Das Ding ist ja, wenn man jemanden crasht von oben drauf. Wolken gefallen. Wenn man auf einen oben drauf fliegt, dann hat man noch ein bisschen mehr Spielraum anstelle, wenn man selber von jemand anderem gecrashed wird. Dann stirbt man schneller, finde ich. Ach du Scheiße, ich. Ja, hier. Ihr seht's ja, Flughafen. Und alle sind hinter mir, Giuliano ist hinter mir. Fuck. Und irgendwie geht's dann in die Innenstadt. Vom Flughafen in die Innenstadt. Fuck, tot. Ja. Jawohl, ich bin nicht. Also bis jetzt sieht's gut aus. Mich hat noch keiner gecrashed. Ich bin immer noch vorne. Oh nein. wo geht's denn hier durch Brücken durch? Irgendwas stand in der Beschreibung mit Brücken. Bis jetzt kam noch keine. Da geht's oben lang, okay, da geht's dann wieder rechts. In Wolkenkratzerhöhe. Ihr seid so still, was macht ihr? Was? Konzentrieren? Hast du das nicht schon gezockt? Hurra, Junge. Nein, das hab ich nicht gezockt. Ich hab. Oh, was ist das denn? 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 Was ist das? Wow, das war knapp. Ja, Fahrwerk wieder rein. wir haben ein anderes gemacht. Das war knappe Geschichte, haben wir gezockt. Und genieße den Smog. Das hier haben wir noch nicht gezockt. Naja, Luftrennen, die sind halt, Luftrennen. Das lässt sich nicht so ein, ist nicht so einprägsam wie meinetwegen Landrennen. Aber das war ein super geiles Hindernis mit dem Maze Bank Tower. Lars, hat's dich da ausgeknipst oder was? Ja. Bist du gegen den Maze Bank Tower gecrashed und abgestürzt? Ich hab's gerade so, ich dachte, wo ist denn jetzt der nächste Checkpoint? Der war der auf einmal da ganz oben, weißt du? Auf dem Helikopterlandeplatz vom Maze Bank Tower. Ob das Ding wohl stinkt hier? Wer ist hinter mir? Niemand. Ey, ich bin ja voll einsam auf dem ersten Platz. Was ist das denn? Wo ist dieser Scheißpunkt? Alter, ich bin schon hier. Die bringen sich alle gegenseitig um mir. Ich dachte. Wo ist das denn hier? Ich werde jetzt hier gerannt. Mein Controller ist irgendwie nicht im Arsch, Alter. Das ist gar nicht normal. Alter. Von den Giuliano sehen, den sein Controller ist in Arsch, ey. Ja, von dem sein Giuliano. Wo kommst du denn her? Oh, was? Kann es sein, dass ich hier ich jetzt flieg da um, ich fliege in den Kreis da rum.
um diesen scheiß Pointer zu bekommen, der fliegt in mir rein, ey. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist hier vor mir? Wer ist denn hier der Letzte? Komm, der ist hier vor mir. So. Da ist jemand explodiert. Das war Giuliano direkt vor mir. Also warst du der Letzte, Giuliano. D-S-C-H-U. J-A-N-O. Giuliano. Giuliano. So langsam wird es ja Tag, oder? Kann das sein? Wie spät haben wir es denn? 21 Uhr, nee, wird es doch nicht. Naja, dann müssen wir noch ein bisschen fliegen. Wo seid ihr denn alle? Ich bin immer so Erster hier. Ist ja voll lame. Scheiße, was ist hier? Tobi Snoop hat Suizid begangen. Ja, vorm Ziel. Suizidiert. Oh, und jetzt die letzten paar Kreise. Das, ich stehe schon hinter dir, Max. Ich würde aufpassen. Oh, oh, was? Nö, da ist gar keiner hinter mir. Gerade ein bisschen Schreck gekriegt, aber... Nee, gar keiner. Ja, jetzt habe ich es auch langsam raus, wie ich den Maze Bank Checkpoint kriege. Geht eigentlich. Geht eigentlich. Schön umziehen. Wer ist auf dem fünften Blatt? Oh, wow. Super, warte. Bam. Sag mal, was ist das für eine scheiß Kurve hier? Ja, komm, oh, ich hab's doch geschafft. Aber mein scheiß Walmt hier gerade. Ach, Mann. Erster. Weil mich kriegt mein Controller gerade so auf. Ah. Ey. Bam, ich hab eine Auszeichnung, Abzocker. Ich hab auch noch eine Auszeichnung, die nennt sich Erster. Erster Platz. Ich bin aber schon steil nach unten ins Ziel reingeflogen. Erster Platz for the win. Wer ist hinter mir? Beste Runde. Mal gucken, ob ich dich noch kriege. Du Pinus denn auf dem dritten, Prisma Wanze, AK Jusus auf dem vierten, der Tobi auf dem fünften. Der New York Jets auf dem sechsten und Giuliano auf dem letzten. Nie beendet wahrscheinlich. Ja, weil mein Controller die ganze Zeit Gas gibt. Ja, ja, dein Controller. Komm her. Das sagen sie alle. Ich muss mal eben das Fenster zumachen. Nicht, dass sich die Nachbarn beschweren. Ah, scheiße. Wo ist dieses scheiß Tower? Ach, ich mach jetzt Crash hier. So. So, habt ihr es jetzt bald mal? Ich bin nur 5 Sekunden nach dem komischen Vogel vor mir. Ah, okay. Nach dem Panz. Ey, Pino, ich muss sagen, du warst echt gut diesmal, wa? Dafür, dass du so ein Rennen... Luftrennen geht noch. Ich bin Sechster, ja. Weil Pino Stan ist nämlich jemand, der Rennen nicht unbedingt mag, außer Luftrennen. Ich finde, das ist ein Ballerspiel, ich finde da rumballern und nicht wie Rennen fahren. Ich bin ja nicht so ein Sportfreund. Hm, ich bin ein Sportfreund, also was so Rennen angeht. Also das ist wie in Need for Speed, ne? In Need for Speed. So, kann weitergehen. Weiter geht's. Hält sich. Nie beendet. So, was haben wir? Ja, machen wir freien Modus, dann hoste ich gleich das nächste. Und an der Stelle mache ich auch mal einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Auf Wiedersehen. Ching! Ka-ching! Ching, chang, chong! Ching! Das ist das allerletzte. So. Okay, und wieder zurück. Nächstes Luftrennen, ein weiteres, ich glaube, das ist mittlerweile das letzte aus dem Business Update, was dazugekommen ist an Luftrennen 4, waren es ja in der Zahl. Jet Setting heißt es, wenn ein normaler Mensch aus der Stadt raus will, steht er stundenlang im Stau. Führende Geschäftsleute aber springen einfach in ihrem Jet, sind Minuten später weg. Punkt-zu-Punkt-Rennen für Vestras mit Course Nord. Über das Quartz Center nach Great Chaparral am Mount Josiah vorbei und bis runter zum Procopio Beach. Ja. Und am Start sind wieder hier der Giuliano, der Alessio, der Jets, der Tobi, der Pino und der Prisma.
Weißt du Bescheid? Jetzt muss ich gerade mal schauen. Das ist Punkt zu Punkt. Ich wollte gerade gucken wegen den Runden. Okay. Los geht's. Jet-Setting. Ich finde das Bild cool übrigens. Hier, schön. Am Weinberg, ne? Kennt ihr ja. Schöne Aufnahme. Eine der besten Aufnahmen weltweit. Und es ist wieder die Westra. Ich glaube, es bringt mir wieder überhaupt nichts, wenn ich hier das Crew-Rot nehme. Weil wir garantiert wieder komplett in Schwarz sind. Schätze ich mal, oder? So. Ja, ist eh wieder so. Ready to play. 40 Rennen gewonnen und 98. Jet-Setting. So, mittlerweile sind wir geflogen. Knapp. Egal, es geht los. Luftrennen, Jet-Setting. Und ich bin nicht Erster. Das sieht aus, als ob ich den Last hier vorne crashen werde. Der ist direkt vor mir. Ich kann wieder nur Gas. Okay, und hier ist das hier, das Labyrinth, da gibt's noch ein Deathmatch. Oh, weg. Oh nein, du Arschloch, Mann! Wer war denn das? Wer hat mich da gerannt? Das war nicht Lars. Ich glaube, ich war das. Okay, ich habe nur gemerkt, fuck, warum drehe ich jetzt auf einmal so ab? Wackelt hier da alle, wie Angst hier rumzufliegen. Punkt zu Punkt drin. Ich glaub's ja wohl nicht, ey. Ein Glück ist aufholen ein. Habe ich noch eine kleine Chance, euch zu kriegen. Hier ist die Villa, glaube ich, von Mad Madrazo, oder? Muss sein? Ich weiß gerade nicht. Da vorne ist die Villa von Mad Madrazo. Ja. Ich bin jetzt da, ich bin Spacke. Pino, warte, ich komme, ich helfe dir. Ich helfe dir auf die Sprünge. Pino ist da. Das ist nicht in dem. Wie hieß das denn? Was? Diese Runde haben wir gemacht. Mein Mitbewohner quatscht gerade. Ach fuck, ich hasse Flugrennen, ich hab Checkpoint verpasst. Lass mich nachdenken. Irgendwas bumst hier über mir, da haben wahrscheinlich gerade welche Spaß. Ich merke irgendwas. Irgendwas bumst im regelmäßigen Abstand, höre ich gerade immer so. Ja. Jetzt bei dir deiner Wohnung oder hier im Spiel? In meiner Wohnung. Nicht im Spiel. Geil. Dann würde ich doch mal mit zu aufnehmen, zu zocken und wir dann mal hochgehen und mal ein bisschen mitmachen. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind schon ein bisschen ältere Leute. Da würde ich lieber nicht mitmachen. Wie gesagt, ne, gute Dinge sind drei, ne? Mhm. Max, du bist auch nicht mehr ganz älter. Ja, ich meine, ich glaube, da sind noch 20 Jahre Unterschied oder so. Mindestens. Oh, wer ist denn hier vor mir? Ich bin Vierter. Und da ist der Jets und der Giuliano. Das heißt, der Giuliano, der kann gleich mal Bekanntschaft mit meinem Unterboden machen. Wenn ich es hinkriege. Komm mal her, du. Ich, Junge. Ja, du. Oder Larsi, ich weiß nicht. Guck mal hier, Lars. Die fliegt doch nicht immer so nach hinten. Alter, geht das Strick. Boah, das geht krass da unten, wa? Ey, Achterbahn hier. Boah. Erster. Nee, Zweiter immer noch. Larsi ist Strick. Oh oh. Oh oh. Oh, unter mir. Ah! Arschloch! Ey, ihr habt das Flugzeug kaputt gemacht. Giuliano hat mein Flugzeug kaputt gemacht. Ihr Hundesöhne, ey. Ja, toll, ey. Gerade wo ich Zweiter war. Ja, gerade wo ich Erster war. Sinnlos. Ich war Erster. Sinnlos. Giuliano ist auf dem Ersten, wa? Kann das sein? Ach, die Mann, ich war auch mal Erster, jetzt bin ich Letzter. Giuliano. Ja. Giuliano. Weil ich hab drei Flugzeuge kaputt gecrashed. Und mein Flugzeug ist immer noch heile. Ja, klar, du fliegst ja vor mir so weg. Also ich versuche dich auf jeden Fall mal so ein bisschen zu berühren. So unsäglich, oder wie es heißt. So. Wer ist hier hinter mir? Auf dem Dritten? Wer ist auf dem Dritten? Larsi, okay. Giuliano, du rauchst schon, Ich komme. Ach, warte, ich hab dich gleich. Nein, ich hab dich nicht. Ach, aufgeschissen. Ja, Dritter, ich bin Dritter. Ja. Ja, Mann. Gut. Aber warte, ich bin übelst ekelhaft große Kurve geflogen, ey. Oh, was ist denn los, ey? Ich fände mit dem Jet viel geiler. Mit dem Militärjet. Mit dem Militärjet wärst du geiler? Na, finde ich. Ich finde die Westra am geilsten für Luftrennen. Mittlerweile echt. Hier, da fegt er rum mit seinem Andocken. Sehr schön.
Man 1000 Euro gekriegt für den Scheiß, Alter. Ja, naja. 2000, ja, die ersten beiden. Oh, Replay Oldschool am Stissel, die anderen die BLZOs. Und Pants, was ist ein Pants? Ich habe keine Ahnung. Ja, Mai, das war's. Das waren alle Luftrennen soweit aus dem Business Update. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bei weiteren Rennen noch, die Teil vom Business Update waren. Ich glaube, da noch die beiden Fahrzeug-Deathmatches, die kommen auch noch. Also, bis später. Tschüss. Haut rein. Bis tschüss. Bye bye. Bis tschüss.